Viktoria Köln im Montagsspiel gegen Meppen unter Druck, weil Ferl gepunktet hat und die Abstiegszone näher rückt. Auch Meppen noch nicht gerettet, den Gästen würde aber ein Punkt langen zum Klassenerhalt. Die Kölner in Rot mit dem besseren Auftakt, mit spielstarkem Auftritt, mit einem guten Ball von Kleefisch für Sontheimer. Sontheimer, Harsmann hielt und Sontheimer im zweiten Anlauf und wieder war Harsmann da im Tor des SV Meppen. Harsmann, ja, weiter Torhüter der Meppener für den verletzten Domaschke. Starker Auftritt der Viktoria in der Anfangsphase. Dann ein Standard auf der anderen Seite. Amethoff mit dem Eckball. Zweiter Ball für die Meppener. Wieder Amethoff zum zweiten Mal in der Startelf. Dann Ballmert, trifft den Ball nicht richtig, aber Bünning, der Innenverteidiger, macht sein erstes Saisontor, 1:0. Die Führung für den SV Meppen in der 11. Minute. Ballmert will aufs Tor schießen, das geht ein bisschen schief und Bünning löst es dann unkonventionell und er überwindet Moritz Nikolas. Führung für die Meppener. Dabei waren die Kölner eigentlich in allen Belangen im Sportpark Höhenberg die bessere Mannschaft. Schauen Sie mal, wie gut der Ball da lief. Handle, schön in die Schnittstelle, ein klasse Ball für Jastremski. Jastremski nach langer Verletzungspause zurück in der Startelf bei der Viktoria, hier mit der guten Chance. Aber wieder war der Harsmann da, Mathis Harsmann mit einer starken Reaktion. Weiter die Viktoria. Skurriles Spiel, die Kölner lagen hinten, obwohl sie eigentlich besser waren. Kleefisch mit dem langen Ball. Und dann die Chance für Handle und da war er wieder. Immer mehr entwickelte es sich zum Duell Viktoria Köln gegen Mathis Harsmann. Der Keeper überragend. Wieder eine ganz tolle Parade. Guter Abschuss von Handle, aber dann Harsmann. Das war eine Show. Dann kurz vor der Pause. Freistoß Marcel Risse und wieder Harsmann. Er hielt die Null für den SV Meppen mit tollen Paraden. So stand es zur Pause. 1:0 für die Gäste. Kölns Trainer Olaf Jansen, ja verrückt, die bessere Mannschaft lag hinten. Das war eindeutig so. Dann Auftakt der zweiten Hälfte. Langer Ball von Moritz Nikolas. Landet letztlich bei Sontheimer. Sontheimer. Nicht gelungen, die Flanke. Und auch seine zweite Flanke kommt eigentlich nicht genau hin, aber sie kommt zu Bünning. Und gibt's denn das? Eben traf er ins richtige Tor zur Führung. Und jetzt macht er ein Eigentor zum 1:1 und er ärgert sich. Er wollte den Ball ablegen auf seinen eigenen Keeper und verteilt sich dann völlig. Und jetzt macht er hier das Eigentor ohne jede Not. 1:1, 49. Minute. Sollte man meinen, dass Viktoria Köln jetzt zulegt? Nein, jetzt kam Meppen besser rein ins Spiel. Ball lief gut, da ist Fassbender, da ist Fassbender. Und im Kölner Tor Moritz Nikolas mit einer guten Doppelreaktion in der 57. Minute. Schön rausgespielt von den Gästen, fast die erneute Führung. Jetzt lief die Kugel gut, da ist wieder Fassbender. Fassbender und dann guter Rums und alles umgekehrt, wie eben. Jetzt hatte Meppen die Chancen und jetzt hatte Köln den klasse Keeper mit Moritz Nikolas. 58. Minute, Guder mit einem tollen Schuss und Nikolas. Ecke. Es ging so weiter. Wieder die Meppener und dann wieder Nikolas. Drei klasse Paraden innerhalb weniger Minuten vom Kölner Torhüter. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften ohne nennenswerte Torchancen. Und das Spiel war durch. Endstand 1:1. Meppen zwar 11-mal in Folge sieglos, aber gerettet. Haben wir heute erstmalig wieder seit vielen, vielen Wochen auswärts einen Punkt geholt. Das tut auch gut. An dem Montagabend, letztmalig in der Saison. Und ich denke, dass das Remis unterm Strich in Ordnung geht. Jeder kennt die Tabelle, ja, und da kann es schon mal schnell die Nerven durchgehen. Das ist uns nicht passiert. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ja, den hochverdienten Ausgleich gemacht. Köln muss weiter zittern, fährt erst nach Halle und trifft dann auf Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.